So, na dann, ich würde mal sagen, willkommen zurück. Wir starten in einen Part. Im letzten Part haben wir hier das Kraftwerk beseitigt von dem bösen Team. Wie hieß das nochmal? Team Meteor. Da hat uns die Arena-Leiterin hier zu ihrer Arena eingeladen. Das würde ich gerne mal gucken, wo denn überhaupt deren Arena ist. Ist das ihre Arena, hier das andere Kraftwerk? Kann das sein? Ein bisschen Training davor wäre vielleicht nicht schlecht, aber was soll's. Ah ja, genau hier. Da steht auch Jim davor, also rein hier, würde ich sagen. Max? Hier der Solo CEO of Mate ist to the gym. This telecom system connects right to the Grand Hall. So no matter where you are, whenever you get to a gym, you can call in for advice. Anyway, this is your first gym battle in Reborn, right? Reborn's gym leaders are a little tougher than other regions. For instance, every leader has a full team of 6 Pokémon. Not only that, but they also use special arenas for fields for tactical advantages. If you want to survive in Reborn, you should get used to learning about and playing in the fields. You may even find ways to turn some opponents' arenas against them. As for Julia, her electric field make all of her same type attacks even stronger and adds a jolt to some other attacks like your explosions. Standard fare, but if you have something that can tank electric attacks, you are almost home free. Failing that, the best bet which can in with a full team and hopefully can high HP Pokemon to take the hits while you whittle her down. Also, in case you end up needing a little more training, there should be some trainers here at the Grand Hall who would fight you freely. Good luck. Okay, wir werden es wahrscheinlich sowas von verkacken, aber weil unsere Pokémon noch zu schwach sind, dann können wir noch mal in der Grand Hall trainieren gehen. Ich würde es erstmal versuchen. Ich denke, Yumi ist da. Was hieß hier in der Elektrik-Arena mit Elektroattacken verstärkt. Deswegen sollten wir versuchen, mal mit Yumi zu kämpfen. Die Attacke sollte reinhauen. Careful, or everything will blown up in your face. Aha, wir kämpfen erstmal gegen die Trainer hier. Und schauen mal. Die Arena-Leiterin wird wahrscheinlich schon höhere Levels und ganze 6er-Team haben, wie schon angekündigt. Schauen wir mal. Siehst du ja, das ist effektiv. Elektroattacken gegen. Normalerweise Elektroattacke gegen Elektro-Pokémon, vergiss es. Das bringt wirklich nicht viel. Aber ja. Hier tut es tatsächlich mal was. Wir sollten uns mehr Tränke besorgen, wenn wir brauchen. Level 16. Team auch die Möglichkeit, hier andere Pokémon zu trainieren. Wahrscheinlich nicht. Wir müssen was jetzt mal noch trainieren in der großen Halle. Da
Das wird ja. Wir haben keine Beleber und deswegen, ja, wir sollten mal trainieren gehen. Das wird wahrscheinlich nichts. Ja, zwei Attacken und das, ja, müssen dringend trainieren. Oh weia. Stimmt ja auch, seine Attacken werden verstärkt. Oh oh. So, haben wir zumindest den ersten Trainer schon besiegt. Kaboom. The Voltorb seems to want to follow you. It's burning with energy. Okay. Noch reingehauen. Ah, okay, verstehe. Was haben wir jetzt für eine Zeit hier gemacht? Okay, ich würde dann mal lieber noch trainieren gehen. Das macht mehr Sinn als da jetzt reinzustürmen. Wir haben schon gesehen, das ist wirklich nichts. Ein bisschen Training brauchen wir dann doch noch. Und zum Modi mal nach vorne. Und zu mir zuletzt. Okay, ich brauche hier mal ein paar Trainer. Mit dem kann ich hier trainieren. Mir wurde gesagt, hier den Trainer, die mit mir trainieren wollen. Ja. Hat die Professorin nicht gesagt, in der großen Halle gibt es Trainer, die mit mir kämpfen, wo ich trainieren kann. Sieht gerade eher nicht so aus. Okay. Ich mich wohl verhört. Wir versuchen was einfach mal in der Arena. Ob wir es schaffen oder nicht. Okay, den ersten Trainer haben wir ja schon besiegt. Das muss ja irgendwie. Durch die Trainer kriege ich dann bestimmt auch noch irgendwie Erfahrungspunkte. Kann man das Level ansteigern? Ja, gib Ruhe. Ein Typiker. Hier will ich mir mal jetzt noch ein paar Tränke kaufen. Dringend nötig. Wenn wir kämpfen wollen in der Arena, dann um einige Tränke. Den ganzen Weg zurück. Und rein hier. Erst nochmal schon besiegt, den zweiten kriegen wir auch noch. Let's go. Ins Absurd. How she allows civilians into the power plant. Tja, und Explosion jetzt machen. Bisschen riskant. Atomkraftwerk. Versuchen wir es mal mit Modi.
so das schwächste Pokémon im Team. Also, ja. Wir kriegen das schon hin. Ich glaube, die Feuerattacken werden verschwächt hier. Die anderen Attacken werden auch schwächt, wie hieß es, aber. Ja. Ist trotzdem. Und zwei Pokémon kriegen wir noch hin. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir können ja ein bisschen trainieren. Wird mal hier, um noch ein paar Erfahrungspunkte abzugreifen. Switchen. Spark, na komm. Genau so. Und hätte nur ein Pokémon. Fantastisch. Wir schießen uns hier gerade durch die Reihen. Ich gehe mal zum Pokémon Center. Hier nicht. In der großen Halle sollte es das geben. Ja, wir müssen den Modi rechtzeitig auswechseln, dann können wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte kriegen. So, next. Looking for a badge, you'll have to get to me first. Vielleicht wird die Arena jetzt auch gar nicht so schwer. Das ist erst die erste. Das wird schon. Wahrscheinlich. Das hätte ich auch gern. Na, vielleicht geht's Molly auch alleine hin. Stickel jetzt. Was war das denn? Sehr schön. Level 14. So, bomben mal. Können wir gleich weiter kämpfen. Auch nur eins. Den Wasser-Pokémon. Wasser-Elektro. Nicht gut. Versuch's trotzdem mal. Da ist der Fisch gegrillt. Oh, Kacke. Hätt's wissen sollen. Nein, ich will hier noch ein bisschen. Wenn, dann tauschen wir aus. Oh, das ist gut. Anderen Attacken wirken ja immer noch. Sind allerdings schwach gegen Elektroattacken. Na komm, mach's fertig. Zum Glück haben wir ein Elektro-Pokémon im Team. Und keine Erfahrungspunkte, verdammt. Okay, der folgt mir. So, den Weg durchgesichert. Ist nochmal schnell zum Pokémon Center. Ist direkt hier nebenan. Müssen wir nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Macht Sinn, dass man ein Pokémon Center neben der Arena hat.
Und jetzt rein hier. Okay. Kaboom. Als gelandet. Hihi Max. Willkommen zu der Super Duper Ultra Reaper Electro Desert Happy Doom Time House of Cheer. Just ignore all the super lame machinery junk. I need more banners and trimmers and fireworks. Wait, it's that safety hazard? Oh. Who cares? Anyway, doesn't think I'll go easily on you just because you helped us out earlier. I have quite to report. As former captain, cheerleader, the Onyx trainer, school's honor depends on me. OTS, we represent, we pack a punch. And don't relent. Alright. I'm built. So let's fight. Julia. Schauen wir mal, wie lange wir es hier aushalten. Mein Vierer-Team gegen das 12er-Team. Level 12? Ja, das könnte noch klappen. Okay, Charge-Team. Oh, verdammt. Fängt schon gut an. Das fängt schon schlecht an. Das wird ihn ausdocken. Ich hab's gewusst. Ein Trank einsetzen soll, nicht blöd machen. Ja. Wir riskieren's. Ja, das bringt etwas. Ja, die Angriffe, das ist halt blöd. Müssen wir halt aushalten und gehen. Wir brauchen noch ein größeres Level, um die Angriffe auszuhalten. Auch wenn der Gegner Level 12 ist, sollten wir dann nicht mit Level 14 angreifen. Komm, Spark. Warum setzt du Growl ein? Ach so, weil ich Growl einsetze. Ich bin blöd. Encouraged into Growl. Bitte was? Für wirst du mal kämpfen? Alter. Wie man es mal braucht. Setzt der nicht ein? Das gibt's doch nicht. Das ist Charge Beam. Weil ich die falsche Attacke geklickt habe. Ich würde mal wieder wechseln. Und hoffen, dass die jetzt kämpft. So bitte. Vielleicht können wir mit der Attacke etwas rausholen. So, Mino besiegt. Das war ja schwierige Geburt. Pauli den 15. Nein, wir kämpfen weiter. Da war es noch 5. Okay, warum bringt das nichts? Komm, Spark. Hilfe. Warum setzt du mir nichts ein? Spark, der Electric Terrain Strength, der was zu machen.
Kannst du mal bitte. Ja, aber warum? Was? Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Weil gegen irgendwas, hä? Anständig kämpfen muss man dann natürlich auch noch. Verstehe die Welt nicht mehr. Ich werde jetzt sowas nicht verkacken. Nein! Ich muss noch den falschen Antrag einsetzen. Was soll ich denn mit Growl? Die Attack. So, vor Puls. Irgendwas passiert da, dass das abgewehrt wird. Ich bin wehrlos. Ich verstehe es bloß, weil der Text so schnell weg ist. Was passiert? Ineffektiv. Und ich kann nichts anderes einsetzen. Was ist denn hier los? Was zum alles in der Welt? Ist das jetzt so lange ein, bis man irgendwie mal. Ich weiß nicht, was soll ich sonst machen? Das ist ziemlich dämlich hier. Ich hab irgendwas auf Brüssel und bis an Brüssel lässt verhindert, dass ich da reinsetzen kann. Irgendwas ist hier. Irgendwas läuft hier nicht. Dreimal setze ich noch ein, dann kann ich andere Attacken einsetzen. Das ist ja hier, ist doch ein Witz, oder? Aber wenigstens ist Jumi effektiv. Der hält ein paar Schläge aus. So, können wir jetzt Quick Attack? Sehr schön. Wenigstens ein bisschen Schaden machen. Das war ja eine schwere Geburt. Ein Quick Attack ist ja zum Glück. Das macht ja gar keinen Schaden. Es wird der Kampf nur zäh und lange dauern, aber wir haben Zeit. Ach du Scheiße! So viel zu lange dauern. Wenn die AP, die Attackenpunkte alle sind, dann können wir auch aufhören. Dann ist es auch vorbei. Oh Gott. Wir haben keine andere Attacke mehr übrig. So, na toll. Zwei besiegt, das war ja wundervoll. Neue Attacke immerhin. Endure, was kann die? Nix. Fuck. Eine sinnvolle Attacke wäre mal gut gewesen. Blöd, dass wir das jetzt nicht mehr einsetzen können. Es sieht übel aus. Wir sind am Arsch.
verdammt. Versuch's noch einmal. Wenn wir es nicht schaffen, dann machen wir am nächsten Part mit ein bisschen Training weiter. Schauen wir, wo wir hier in der Nähe irgendwie Trainer finden können. Wenn wir das Yumi auf ein maximales Level kriegen. Mit neuen Attacken und so. So, ich war doch direkt schon daneben. Das kriegen wir doch irgendwie hin. So, once again. Versuchen was. Den Chili daran. Jetzt wissen wir, dass Quick Attack auch eine Lösung ist. Und hier muss die Sparks für den Schluss auf. Kann ja einiges schon einstecken. Oh, verdammt. Verbrauch deinen Trink hier schon, das ist gut. Hast du später nicht. Nein, ich kämpfe weiter. Aber Quick Attack, weil ich weiß, dass Marke nichts bringt. Und plus wieder dieses blöde. Irgendwie Magnetfeld hat. Ich weiß nicht, was da war. So kriegen wir es effektiver hin. So. So läuft das doch. Auch die Potion bitte da nichts helfen. Du musst nur nach dem Misserfolg wieder aufstehen und weiterkämpfen. So, das sind wir wieder an derselben Stelle wie vorher. Das ist viel schneller. So, hello again. Diesmal. Hau rein. Na komm. Mach's platt. Verdammt! Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist blöd. Ich hätte den Trank einsetzen können. Im Leben habe ich leider noch nicht. Das ist sowas von dumm. Explosion ist auch eine dumme Attacke. Da waren es nur noch drei. Was sollen wir jetzt mit den zwei schwächsten Pokémon mit hinkriegen? Na toll. Gute Nacht. Aber ich sehe eine Chance für uns. Versuchen wir vielleicht nochmal. Wir versuchen heute mal, das hinzukriegen. In ein paar Minuten habe ich noch. Alle guten Dinge sind drei. Oha. Absorber ist eine gute Attacke. Wieso wird Tackle durch das gestärkt? Egal. Das ist Volltackle oder was? Muss ich nicht verstehen. Aber Absorber ist erstaunlich stark. So, da waren es nur zwei. Kriegt das Broly jetzt hin oder was? Einen Trank. Ja, ich glaube nicht dran. Ja. Immerhin. Weit gekommen sind wir.
Den letzten Versuch starte ich heute noch. Wir sind vorsichtiger bei Elektroball, war es, glaube ich. Das kriegen wir hin. Jetzt ging ja schnell. Ich war so in den Modes drin, dass das dachte, dass da die. Dass das wie bei Minun ist, dass der nichts tun kann. Habe ich den unterschätzt. Minun Puzzle, guter. Schöne Pokémon. Was? Wait a second. Das war so nicht geplant. Und jetzt mal einen Trank einsetzen. Lernen wir aus den Fehlern. Das war so nicht ausgemacht. Scheiße. Trank. Halt aus. Verdammt. Puh. Nein! Als ob. Was war denn das bitte? Oh nö. Das haben wir doch schon geschafft. Das ist nicht sehr effektiv. Aus irgendeinem Grund wird Decke verstärkt. Erklären wir das mal einer. Los, Cody. Beleber wäre echt Gold wert in diesem Kampf. So, aber ist auch aus irgendeinem Grund Gold wert. So, ein paar Erfahrungspunkte fürs Team wenigstens. So kann man auch trainieren. Das war klar. Da kommt jetzt das Pokémon Quick Attack. Ja, ein bisschen Schaden bringt das, aber. Uff. Ich weiß nicht, was das werden soll. Selbst wenn es aushalten würde. Erst aushalten würde. Okay, wir haben gute Chancen, aber ich denke, ein-, zweimal Training außerhalb der Arena am nächsten Part wird nicht schaden. Jetzt save ich mal. Und ich guck mal auf die Uhr. Wir haben schon 35 Minuten gleich voll. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Am nächsten Part noch ein bisschen Training und dann die Arena kriegen wir schon irgendwie hin. Bis dann. Haut rein. Ciao.